Deshalb gebe ich das Mikrofon jetzt lieber mal ganz schnell an den letzten Redner auf unserer Startkundgebung ab. Das ist Markus Berger, euch sicherlich bekannt über das Entheogen-Magazin, über die Drug Education Agency und viele, viele andere Formate, die sich damit beschäftigen, euch Informationen über Rauschmittel zu geben. Denn das ist eine Sache, die unsere Bundesregierung bei ihrer Paranoia in Sachen Hand sträflich vernachlässigt, den Leuten Informationen an die Hand zu geben, die dafür sorgen, dass man sicher und risikoarm konsumiert. Deshalb braucht es Leute wie Markus Berger, der deshalb auch einen dicken Applaus verdient hat. Moin, 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 liebe Hanfparaden-Gemeinde. Ja, ich finde es absolut geil, dass hier so viele von euch heute gekommen sind, um Gesicht zu zeigen. Denn Gesicht zeigen ist in dieser Zeit das Wichtigste, was wir überhaupt tun können. Denn es geht hier nicht nur um die Legalisierung von Hanf, liebe Gemeinde. Es geht hier um den gesunden Menschenverstand und um nichts anderes. Ja, also, genau, einen Applaus bitte. Ja. Gemeinde, es ist doch so, es geht doch überhaupt nicht darum, nur den Hanf zu legalisieren. Ja, wer mich und meine Arbeit kennt, der weiß, dass ich mich nicht nur für die Relegalisierung von Cannabis, sondern für die Legalisierung und Relegalisierung sämtlicher psychoaktiver Drogen einsetze. Ja, denn wir sind, ganz genau, vielen Dank, wir sind mündige Bürger, wir sind erwachsene Menschen, wir gehen Berufen nach, erziehen Kinder und kriegen unser Leben echt gut auf die Reihe, liebe Gemeinde. Und da kommen irgendwelche Freaks und erzählen uns, wir sind krank und kriminell. Das kann es ja wohl nicht sein, liebe Gemeinde. Im Allgemeinen, liebe Gemeinde, lasst mich eins noch sagen. Ja? Ich möchte euch gar nicht lange langweilen, ganz kurz noch. Es ist ja eine Tendenz zu verspüren weltweit, dass auf der ganzen Welt Schwachköpfe rumlaufen, die tatsächlich vorhaben, diese Welt von psychoaktiven Drogen zu befreien. Ja, liebe Leute, was ist denn das? So hat beispielsweise die UN-Generalversammlung 1998 beschlossen, die Welt bis zum Jahr 2008 drogenfrei zu machen. Ja, wunderbar gelungen, oder? Jeder, der in dieses Horn mitbläst und tatsächlich der Ansicht ist, es sei vernünftig, psychoaktive Drogen zu verbieten und zu vernichten, er weiß nicht, was er redet, ihr lieben Leute. Es ist nicht nur so, dass Hunderttausende und Millionen von Pflanzen, Pilzen und Organismen eben jene berauschenden Substanzen enthalten. Es sind auch die Tiere und letztlich wir Menschen, die diese Substanzen produzieren und beinhalten, liebe Gemeinde. Letztlich ist es so, dass der Mensch ohne seine körpereigenen psychoaktiven Substanzen nicht leben könnte. Er könnte nicht träumen, er könnte nicht schlafen, er würde keinen Hunger verspüren, er würde keine Freude verspüren, er könnte nicht leben, liebe Gemeinde. Ja? Also ist die logische Konsequenz, die einhergeht mit den Betäubungsmittelverordnungen dieser Welt, dass der Mensch ein illegales Wesen ist, liebe Gemeinde. Wir enthalten körpereigene Cannabinoide. Wir sind Gras. Wir sind Gras. Wir sind Gras. Das Bestreben, diese Welt von den Drogen zu befreien, geht nur auf eine Art und Weise. Wir müssen den gesamten Planeten vernichten, liebe Gemeinde. Und ich möchte zum Ende kommen. Die Parade soll losgehen. Ich finde es klasse, dass ihr alle gekommen seid. Es könnten noch viel, viel mehr sein, aber es könnten auch deutlich weniger sein. Macht weiterhin mit bei solchen Kundgebungen. Macht, was ihr könnt. Bildet eure Mitmenschen über psychoaktive Substanzen. Schaut Fernsehsendungen wie Exzessiv das Magazin. Von mir aus gerne auch meine Sendungen. Es gibt viele andere, Hanf-TV von Waldmeister und so weiter. Bringt euch ein auf eine supergeile, fruchtbare Hanfparade. Lasst uns denen zeigen, Leute, wo der Fimmel hängt. Peace!